Mit Total Hope OLD, wir sahen Isabel Frese, Reitverein Oldenburger Münsterland. Kim, ich denke, das war eine sehr interessante Vorstellung, die wir hier gesehen haben. Ute, wir sitzen hier dieses Jahr schlecht. Der Dietrich Plewer, der flitzt mir immer los und schnackt gleich mit den... Jetzt haben wir es wieder. Also ich gebe zu, ich oute mich total. Mein persönliches Highlight, der starke Galopp, da habe ich gedacht, das ist wie ein kleines Gewitter. Das fand ich absolut klasse. Dietrich, dein Highlight. Ja, dem stimme ich ausnahmsweise mal uneingeschränkt zu. Wenn wir im Galopp von bergauf reden, dieses Pferd hat schon im versammelten Galopp eine deutliche Bergauf-Tendenz. Und das Schöne ist, wenn er nach vorne geht, dann ist er nicht nur großzügig, was den Raumgewinn anbelangt, sondern er behält diese Bergauf-Tendenz noch betont bei. Also das ist schon wirklich ein Höhepunkt gewesen. Allerdings nicht viel weniger die Piaf und Passage Tour. Also die letzte Mittellinie, das war schon wirklich ansehnlich. Ja. Vorher hatte die Reiterin so ein bisschen Abstimmungsprobleme und da kam nicht so die hundertprozentige Harmonie auf. Das Pferd fing jeweils sehr schön an und dann war eine kleine Unterbrechung drin und das ist immer ein bisschen problematisch, in der Lektion das zu korrigieren. Aber man sieht die reiterliche Fertigkeit und Meisterschaft von der Reiterin, dass es ihr dann gelingt, am Ende das Pferd dann doch so zu motivieren, zum Schluss nochmal zu zeigen, was da drin steckt. Wirklich ansehnlich, das ist, glaube ich, aus dem Munde von Dr. Plewer ein richtig dickes Lob. Das kann er ja auch, mega engagiert. Am Ende hast du es, glaube ich, richtig genossen. Dein Trainer Holger hat hier draußen nur gesagt, raus, raus, weil es genug war. Isabel, wie war das für dich hier mit den Piaffen heute? Ja, die erste zwei war, wie Herr Plewer sagt, ein bisschen unstimmig. Wir mussten noch ein bisschen mehr auf Zug, aber ich glaube, da fehlt uns auch noch die Routine und die Kraft. Aber ja, wie gesagt, die letzte Mittellinie hat sich gut angefühlt. Jetzt habe ich schon geoutet, was unser beider Highlight war. Also, was war dein Highlight heute? Doch auch, glaube ich. Aber ich sage, jetzt muss aber richtig einmal Gas geben. Das hast du gemacht, auf jeden Fall. Er hat ja manchmal, wenn man ihn in der Seite sieht, denkt man im ersten Moment, ist er so ein bisschen, dürfte ein bisschen offener sein. Aber dann sieht man diesen enormen Hals, den er damit bringt. Was sagt denn ein Richter dazu? Das Pferd ist halt unheimlich muskuliert insgesamt. Er hat eine unheimlich hohe Aufrichtung, aber die Stirnlinie ist in der Versammlung an der senkrechten. Und das ist das, was wir am Ende sehen wollen, dass das Pferd nicht durch Zügelanzug zu eng wird, sondern dass das Pferd sich trägt. Und die Selbsthaltung ist durchgehend gegeben. Das ist optisch vielleicht der Eindruck, dass man in der Ganasche etwas freier werden lassen könnte. Aber wenn wir zum Beispiel in Erinnerung rufen, die Trabverstärkung, die Galoppverstärkung, da ist genau das, was wir sehen wollen. Die Nase kommt vor die senkrechten. Das ist eben individuell auch unterschiedlich. Pferde sind nicht alle einheitlich konstruiert. Und der ist nun mal unheimlich bemuskelt. Und da muss man erst mal sehen, dass man die Anlehnung so hinkriegt, dass das insgesamt das auch formal richtige Bild abgibt. Und das schafft die Reiterin sehr gut. Danke. Isabel, ihr habt schon ganz viele tolle Erfolge. WM-Bronze, Burgpokal gewonnen, auch schon Mega-Runden im Grand Prix-Sport. Der ist einfach ein Riesenschatz, oder wie würdest du ihn beschreiben? Auf jeden Fall. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich ihn reiten darf. Vielen Dank, Isabel. Ja. Danke.